Hey Freunde, hallo, herzlich willkommen zurück zu Potion Permit. Ja. In der letzten Folge haben wir immer mehr Freundschaftsevents vom zweiten Teil gesehen. Oh, und ja, wir freuten uns halt immer mehr mit den Leuten an. Oh, und Victor hat anscheinend Panik vom Hund. Hey, das gehört mir. Okay, hat vielleicht noch keine Panik, aber naja, mal gucken, um was es ganz genau geht. Dein Hund hat etwas gefunden, das nicht gefunden werden sollte. Ich habe eine Knochensammlung in einer Kiste, die ich vergraben habe. Niemand sollte sie finden, darum habe ich sie versteckt. Nun sieh dir an, was er eben gemacht hat. Na gut, ist halt auf meinem Grundstück, was sollst du nur erwarten? Er hat sie einfach ausgegraben. Nun fühle ich mich hier nicht sicher, da es außer mir noch jemanden gibt, der Verstecke finden und Löcher graben kann. Ich verwahre meine Sammlung besser zu Hause. Entschuldige mich bitte. Grabenfähigkeit von Nox erhalten. Oh. Dein Hund kann in Erdhügeln buddeln, um unter der Erde verborgene Ressourcen zu finden. Wenn ein Erdhügel in Sicht ist, beginnt er automatisch zu buddeln. Das ist mal cool. Hast du fein gemacht. So, gucken. Okidoki, wir sollen ja eigentlich ins Rathaus gehen und so ein weiterer Schmuh machen. Ich würde es aber erstmal so machen, dass wir hier hingehen, noch ein paar Rohstoffe sammeln. Denn ich brauche noch mehr Zeug. Kupfer brauch's nicht, ich brauche auf jeden Fall mehr Eisenerz. Ach stimmt, und ich wollte mal gucken, wie viel ich an Ressourcen nochmal brauche für das nächste Gebiet. Stimmt, er fängt automatisch an zu buddeln. Cool. Ingwer. Mach mal Ingwer. Machst du super, Freund Blaser. Neue Ressourcen kann ich immer gebrauchen. Hier. Oh, Backe. Echt jetzt? Fast 700 Holz. Holla die Waldfee und gute Nacht. Ich hab doch ein Leben nicht, ey. Kannst du nichts ausbuddeln? Kann er denn hier was buddeln? Eher nein, okay. Hier kriegst du Mais. So, na. Holz, wir brauchen mehr Holz.
Süß schmeckender Saft, den wird es wahrscheinlich nur im gefrorenen Gebiet geben, aber naja. Dann wäre es halt so. Gibt es hier nicht noch was zum Ausbuddeln, ha? Huh? Mein Hühnchen. Offenbar erstmal nicht. Hm, schade. So, Rathaus zurück, dann. Ja, wie gehen wir danach vor? Was ist das Rathaus? Also Bibliothek. Dann gehen wir duschen, also ins Badehaus. Sollte reichen. Oder erst das Badehaus. Ach, wir gehen erstmal nach oben ins tolle Badehaus. Sehe ich schlanker aus? Ich glaube, meine Esssuchtphase ist vorbei, hoffentlich. Tja, das kannst nur du wissen, wie wirklich vorbei ist. Ich sollte mir ein innovatives Badeseifenrezept einfallen lassen. Schneebeere vielleicht? Hm, eher nicht. Musst du wissen. In meinem Alter, schmeckt man den Unterschied zwischen Softdrinks und harten Getränken nicht mehr so genau. Ich kann nur die harten Getränke schmecken, die ordentlich in die Kehle brennen. In der Kehle brennen. Oh, warum nicht? Ah. Hey, endlich könnten wir mal ausspannen. Hehe. Ah, Mist. Wenn, dann war die Bibliothek auch nur bis 15 Uhr offen. Ah, verdammt. Ganz vergessen. Hätte ich doch so rummachen müssen. Papa hat versprochen, dass ich eine Katze adoptieren darf. Ich muss aber zuerst ein gutes Mädchen sein. So, Luke, wo ist denn der Vater? Treibt er sich draußen bei den Kühen vielleicht wieder rum oder bei den Schafen? Wahrscheinlich bei den Schafen. Oh, hallo Mutter. Wie ist das? Mercy. Mercy, genau. Du bist dieses neue Alchemie-Genie, stimmt's? Ich hoffe, du kannst dich an das Leben in der Stadt gewöhnen. Und vergleiche es bitte nicht mit dem Leben in deiner Hauptstadt. Nee, hier ist er nicht. Schade. Hängt er dann bei den Klippen vielleicht rum? Ah nee, da ist er. Was willst du? Hast nichts Besseres zu tun? Also wenn es so weitergeht, haben wir bald echt die alle voll. Echt, ich kann hinten nicht lang gehen. Was ist denn das für ein Mist? So, wo können wir denn jetzt noch hingehen? Hm? Talherz, Mondburg. Ich höre nachts immer wieder seltsame Geräusche. Irgendwo in der Nähe der Kirche. Ich glaube nicht an Geister oder sowas, aber das kommt mir sehr seltsam vor. Wenn mal einige Polizisten zur Kirche kommen und mit mir dort drüber zu sprechen. Rainer. Okay. Bis um 12 bei der Kirche sein, oder? Das kriegen wir auch hin. Hey, ciao! Warst du schon mal bei der Klippe hinter der Kirche? Da kann man wunderbar entspannen und eine grandiose Aussicht genießen. Du, ich bin gerade hinter dir, ne? Mama liebt Blumen über alles, daher möchte ich lernen, wie man Blumen züchtet. Okay, okay.
Wie geht es dir, Alchemie-Genie? Wusstest du, dass Beten negative Energie aus unseren Seelen verbannen kann? Ein Alchemie-Genie? Nun, du bist lahm. Was ist eigentlich ein Alchemie-Genie? Ich bin eins, du Pfeife. Oh, hallo Katze. Gips. Das Kloster. Du wirst auch nicht weiter. Ich sollte härter üben, damit ich meine Mutter übertreffen kann. Ich möchte, dass dieses selbstgefällige Grinsen aus ihrem Gesicht verschwindet. Ich weiß, dass Alchemie-Genies in die Zeiten, in die Wildnis gehen müssen, um ihre Zutaten zu sammeln. Sei vorsichtig, wenn du da draußen allein unterwegs bist. Oh ja, wird ja immer besser hier, ja. Ach, ich tue zufällig etwas, denke ich. Zum kleinsten Betrag würde helfen. Uns wurde berichtet, dass du dich in letzter Zeit am Rathaus herumgetrieben hast. Was genau suchst du? Geh den Scheißdreck an, du Pfeife. Meine Angelegenheit, ja? Ey, Ottmar. Ottmar mögen angeln und schauen den Sonnenuntergang. Das beruhigen. Ottmar denkt nicht. Ottmar ausruhen. So, können wir denn hier noch was? Ey, Rainer, halt. Verdammt, ich würde mit dir quatschen. Okay, dann halt nicht. So, ciao, hatten wir Luke, Seki. Ich glaube, hatte ich mit dir schon das Event vorher? Doch, hatte ich, ne? Jorn, meine ich, nicht Seki. Ja, doch, hatte ich. Gut. Luke. Gut. Ja, in der Regel, die Gespräche wiederholen sich ja alle. Kann man da ein bisschen mal schneller vorantreiben, das Ganze? So, dann wieder in den Wald. Wir müssen noch mehr Sachen holen. Wahrscheinlich müssen wir morgen wieder jemanden heilen. Geld haben wir ja eh keins. Meier. Okay. Ich bin gerade echt erstaunt, wie viel ich an Säften gerade hier, also Schleimextrakte bekommen habe. Ingwer. Okay, hier drüben ist auch nochmal Ingwer, Freundchen. Also wahrscheinlich. Jo. So, dann. Tja.
teleportieren wir uns hier unten hin, holen den Lavendel, die Sonnenblumen. Schade, den krieg ich nicht mehr platzieren. Ja, war klar. Ja. Nee, das war falsch. Pilz? Auch nicht. Denke ich Apfel auf was, naja. Es ist schon wieder 0.30 Uhr. Holla, die Waldfee. Ich habe nicht mehr viel Zeit. Wir müssen ja schon wieder gegen um 2 im Bett sein. Sonst fallen wir um. Ja, Freunde, Mann, Mann, Mann. Wir sind schon wieder mal am Ende einer Folge damit angekommen. Moment. Nehmen wir das Ding noch? Ja. Gehen wir noch hin. Schnell. Ja, Freunde, am Ende einer Folge. Recht herzlichen Dank. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Potion Permit. Und dann bringen wir Maya noch das Zeug. Wahrscheinlich müssen wir wieder jemanden heilen. Klinikausbau glaube ich erstmal nicht, dass das. Doch, vielleicht schon. Ja, ich weiß es immer noch nicht. Ich sag nur, ja, ciao, ciao, bis dahin und lasst einen Daumen nach oben da oder schreibt was in die Kommentare.